Narren an der Macht, die Rathäuser in der Region werden gestürmt und jetzt haben die Hesträger das Sagen über die Stadt. 25-jähriges Jubiläum, auch in diesem Jahr sind wieder viele internationale Stars bei den Chess Open dabei. Und Neuzugang für Wild Boys, Linkshänder Robert Markotic soll TVB Stuttgart im Abstiegskampf helfen. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Rathäuser werden gestürmt, Bürgermeister abgeführt und jetzt regieren grässliche Gestalten in den Städten. Alles so geschehen gestern Abend. Bis Aschermittwoch herrschen die Narren in vielen Städten und Bezirken in der Region. Wir waren bei den Rathausstürmen in Kirchheim, Stuttgart-Weil im Dorf und Herrenberg mit dabei. Mit dieser Absperrung rüstet sich das Stadtoberhaupt vor den Narren. Ob die hält? Das wollen auch zahlreiche Kirchheimer am schmutzigen Donnerstag sehen. Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker versucht natürlich noch, die Hesträger von ihrem Plan abzubringen. Aber mit den Klosterdeifeln ist nicht zu reden. Sie wollen an die Macht. Und dazu braucht Zunftmeister Holger Böhm die Unterstützung von seinen Deifeln. Und die durchbrechen mühelos die Barrikaden und zerren die entmachtete Rathauschefin vors Narrengericht. Während die Deifel schon mal den Regierungssitz beziehen, muss Matt-Heidecker noch ein paar Aufgaben lösen. Das gleiche Bild, nur rund 30 Kilometer entfernt in Stuttgart-Weil im Dorf. Vor dem Bezirksamt haben sich schon einige Hästräger versammelt. Denn auch hier soll Bezirksvorsteherin Ulrike Zich entmachtet werden. Doch sie und ihre Kollegen haben sich gut gewappnet. Mit Reimen, Wurfgeschossen und einem eigenen Brauch. Wir tun jetzt erstmal vorglühen, damit uns das nicht mehr so viel ausmacht. Und leichte Betäubung mildert die Strafe ja erheblich ab. Das wissen wir ja schon aus dem Mittelalter. Die Weilemer Hörnleshaser haben natürlich auch einen Plan ausgeheckt, um ins Rathaus zu kommen. Wir haben unsere Männerballer dabei. Die werden mit Sicherheit wieder alles geben, damit die Frau Zich willenlos ist und hier das Rathaus freiwillig verlässt. Und tatsächlich, es hat geklappt. Bezirksvorsteherin Ulrike Zich räumt ihren Regierungssitz. Und in Herrenberg? Da trauen die Maskenträger ihren Augen nicht. Das sieht doch fast nach einem freundschaftlichen Empfang aus. Aber gut, kampflos hat Oberbürgermeister Thomas Spriesler seinen Posten natürlich nicht überlassen. Der OB liefert sich zuerst ein heftiges Wortgefecht mit dem Zunftmeister. Aber letztendlich stürmt die Meute die Verwaltungszentrale. Bis Aschermittwoch regieren jetzt in vielen Städten in der Region die Narren. Zum Abschluss der Woche ist der Feinstaubwert in Stuttgart noch einmal kräftig in die Höhe geschnellt. Mit einer Konzentration von 94 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft wurde am Morgen am Neckartor der bisher höchste Wert der Woche gemessen. Der von der EU zugelassene Grenzwert liegt bei durchschnittlich 50 Mikrogramm am Tag. Ausgelöst wurde der aktuelle Alarm am Montag. Aufgrund der Wetterprognose wird er voraussichtlich noch bis Mitte nächster Woche gelten. Ende kommender Woche zählt es auch für eine junge Frau aus Stuttgart. Auf dem Weg zur schönsten von Deutschland konnte sie einen Erfolg schon verbuchen. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Im Juli verwandelt sich die Stuttgarter Innenstadt wieder in eine große Bühne. Dann eröffnen die Jazz Open und zwar bereits zum 25. Mal. Die Veranstalter erwarten internationale Stars, darunter Kraftwerk, Lenny Kravitz und Gregory Porter. Auftakt des Festivals ist wieder die Verleihung der German Jazz Trophy. Die ging im vergangenen Jahr an Abdullah Ibrahim. Der Jazzpianist wurde damit für sein Lebenswerk geehrt. Miss Baden-Württemberg ist sie bereits. Jetzt ist ein weiterer Titel dazugekommen. Anahita Rehbein ist Miss Condor 2018. Hier posiert sie mit ihrer neuen Schärpe auf dem Rollfeld vom Flughafen Fuerteventura. Wenn sie sich nicht gerade auf der Kanarischen Insel auf die Miss Germany-Wahl in 2 Wochen vorbereitet, trainiert sie in einem Stuttgarter Fitnessstudio. Wir haben Anahita einen Tag lang begleitet. Ein ausführliches Porträt sehen Sie kommende Woche bei uns auf Regio TV. Wer kennt ihn nicht, den Thermomix? Allein im Jahr 2016 sind weltweit 1,3 Millionen Geräte verkauft worden.
In Deutschland steht der Thermomix mittlerweile in mehr als 1 Million Küchen. Dahinter steckt natürlich eine ausgeklügelte Marketingstrategie. Die wurde gestern von Thermomix-Vorstand Andreas Friesch beim Treffen des Marketingclubs Stuttgart-Heilbronn in Ludwigsburg vorgestellt. Und für die gab es vergangenen Herbst auch den Deutschen Marketingpreis. Der Deutsche Marketingpreis ist eigentlich der Bambi oder der Oscar in den Preisen. Mehr kann man im Marketing eigentlich nicht erreichen. Damit setzte sich Thermomix gegen Konkurrenten wie Hornbach, Edeka und Check24 durch. Die Narren haben die Region momentan wieder fest in der Hand, aber keine Sorge, schon am kommenden Mittwoch müssen sie die Regentschaft wieder abgeben. Oder vielleicht doch nicht. Brigitte Wiebele, unsere Chefnörglerin aus Bad Cannstatt, ist jedenfalls der Meinung, die Narren regieren schon jetzt das ganze Jahr über. Und weil sie ihre Meinung nicht gerne für sich behält, sitzt sie jetzt schon wieder vorm Handy und will uns ihren Blick auf die Welt mitteilen. Also Frau Wiebele, wenn's denn sein muss, leg los. Hallöle, hier ist Brigitte Wiebele mitten in der närrischen Zeit. Ja, es ist fast Nacht und das kann man ja eigentlich wörtlich nicht mehr, gell? Seit der Trump sich als Präsident der USA verkleidet, kann man ja die wirklichen Narren von den Alltagsnarren überhaupt nicht mehr unterscheiden, gell? Dabei ist es ein urdeutsches Fest, gell? Ja, man wollte nämlich bei der engen Reglementierung von Kirche und Staat den Leuten mal die Chance geben, über die Stränge zum Schlagen, gell? Und dann wundert man sich, wenn sie es machen, gell? Da hängt doch bei diesem einen Narrenumzug die Faschingshexer ihre Verkleidung etwas wörtlich genommen und irgendjemand in ihrem Hexekessel weich kocht. Tja, Hex ist halt Hex. Das weiß jede schwäbische Ehefrau, die abends einmal auf der Besen steigt und einmal rumfliegt und guckt, wo ihr Ehemann bleibt. So ist es halt. Wenn man dem Wahnsinn Tür und Tor öffnet, dann muss man sich nicht wundern, wenn er auch eintritt. Und das haben wir jetzt auch auf bundespolitischer Ebene, gell? Wenn du da mal siehst, die Narren haben vollends das Regiment übernommen, ja? Da, die GroKo, die große Narrenkoalition, oder ich würde lieber sagen, die GruKo, die Gruselkoalition, das große Kotze, gell, ist ja unglaublich. Also, ich sag mal, bundespolitisch ist schon fast Nacht. Ein Hoch auf den Kretschmann, gell, der hat zwar Haare, dass man manchmal denkt, er hat eine Perücke auf, aber innen ist er echt. So sind wir Schwaber halt. Und ich gehe jetzt auch mal ein bisschen mich ins Getümmel stürzen, gell, am schmutzigen Donnerstag, auch Weiberfasnacht, passt ja gar nicht zusammen, gell, wir sind doch so sauber. Aber ich gehe als schwäbisches Schimpfwort, denn dann kann man wenigstens einmal die Sau rauslassen. So, eure Brigitte Wiebele, bis nächste Woche. Herzlich willkommen zurück beim Journal. Herzlich willkommen in Stuttgart, hieß es heute beim Handball-Bundesligisten TVB. Die Wild Boys haben auf die verletzten Miseriensachen Linkshänder reagiert und den Kroaten Robert Markotic für den Abstiegskampf verpflichtet. Der 27-jährige Rückraumspieler kommt vom slowenischen Champions-League-Team Gorenje Velenje und bekommt einen Vertrag bis zum Sommer 2018. Wir haben uns bei der EM in Zagreb getroffen und uns unterhalten und für ihn war es ganz klar, dass die 4 Monate für ihn okay sind, dass er absolut das als Chance sieht, sich hier in Deutschland zu präsentieren für einen weiteren Vertrag, dann vielleicht auch in einem anderen Verein. Und deshalb ist es tatsächlich eine Win-Win-Situation. Wir haben hier einen starken Bedarf an einem rückraumrechten Spieler. Er möchte sich unbedingt hier in Deutschland präsentieren. So glaube ich, dass wir das gemeinsame Ziel haben und das heißt, erfolgreich zu sein. Weitere Stimmen zur Verpflichtung von Robert Markotic, auch von ihm, finden Sie auf unserem YouTube-Channel und bei Facebook. Zu den MHP-Riesen Ludwigsburg. Die hatten am Dienstag Champions-League-Spiel und morgen Ligaspiel in Bonn. Eine ganz normale Riesenwoche eben. Man sage das mal einem Profifußballer. Seit dem Saisonstart am 19. September haben die Ludwigsburger MHP-Riesen sage und schreibe 40 Pflichtspiele in der Champions League, der Bundesliga und dem Pokal absolviert und dabei gerade einmal 7 Spiele verloren. Eine starke Ausbeute. Gerade in der Champions League hat das Team von John Patrick überzeugt und ist problemlos ins Achtelfinale eingezogen. Wir sind zurzeit auf Platz 9 oder 10 in Europa-Ranking, das ist inklusive Euroleague-Mannschaften. Und in Champions League haben wir 18 Spiele gewonnen bis jetzt und 2 verloren. Ich glaube, das ist eine gute Balance für uns als Low-Budget-Teilnehmer. Doch die vielen Spiele haben natürlich ihren Preis. Immer wieder treten kleinere Verletzungen auf. Richtig hart hat es den deutschen Nationalspieler Johannes Thiemann erwischt. Er erlitt einen Sehnenabriss im Oberschenkel und fällt für den Rest der Saison aus. Die Riesen müssen reagieren. Wir brauchen einen deutschen Spieler eigentlich. Aber wenn Dwayne und Johannes
beide ausfallen, dann ein neuer Spieler unter dem Korb wird nötig. Ohne Thiemann und vorerst auch ohne Twain Evans, dafür aber wieder mit Rocky Trice, der unter der Woche in der Champions League sein Comeback nach viermonatiger Pause feierte, geht es morgen um 20.30 Uhr zum 5. Telekom Baskets Bonn. Es wird ein schwieriges Spiel für uns, ohne wahrscheinlich zwei Leistungsträger. Aber wir haben auch gegen Gaziantep und Frankfurt und gegen Capo d'Orlando ohne die zwei gewonnen. Und wir würden einen Weg finden, dieses Auswärtssieg zu holen. Am kommenden Mittwoch steht dann noch das Heimspiel gegen den mitteldeutschen BC an. Dann ist tatsächlich mal eine 14-tägige Pause. Nach dann 42 Spielen seit September. Ja, und wie gewohnt schauen wir zu guter Letzt noch auf das Wetter in der Region. Und da sage ich mal, ziehen Sie sich warm an. Alles Weitere dazu gibt es jetzt von Bernd Madlena. Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Kommen Sie gut ins Wochenende und wenn Sie mögen, bis morgen zum Regio TV Wochenrückblick. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Das Fastnachtswochenende wird nasskalt bei uns in Baden-Württemberg. Mit noch etwas Sonnenschein am Samstagvormittag von der Ostalb bis zum Allgäu. Ansonsten dominieren die Wolken, die bringen ab und zu etwas Schnee oder Regen. Auch bei uns in der Region Stuttgart ein durchwachsener Samstag. Kaum Sonne, viele Wolken, gelegentlich etwas Schnee oder Schneeregen. Ganz tief unten auch Neckar. Auch der reine Regen bei Temperaturen bis zu 4 Grad. Freudenstart im Flockenwirbel. 0 Grad etwa. Der Fastnachtssonntag auch sehr trüb, ab und zu etwas Regen. Da schneit es nur noch oberhalb von etwa 700 Metern. Die Temperaturen 2 bis 5 Grad am Nachmittag. Dann kommt wieder etwas kältere Luft. Rosenmontag mit einzelnen Schneeschauern. Dann folgen 2 stabilere Tage und der Donnerstag wechselhaft, aber wärmer.